Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Messerschmiede Kubesch. Wir hatten eine kleine Pause, denn es hatte mich erwischt. Ich hatte mir die Hals ausgerenkt. Und ja, in Zeiten von Corona dauert das etwas länger mit dem Termin. Und dadurch ist einiges an Arbeit liegen geblieben und es ging nicht so von der Hand, wie es eigentlich sollte. Und deswegen sind leider die Videos mal ausgeblieben. Ich hatte noch nichts groß auf Halde produziert. Das werde ich jetzt tun, damit ich euch auch in solchen Zeiten versorgen kann. Also wundert euch nicht, wenn ich in einigen Videos immer dasselbe anhabe. Heute soll es um ein paar Gadgets gehen zu den Dejo-Messern, und zwar für die Aufbewahrung und die Präsentation. Da hat sich Dejo ein paar schöne Sachen einfallen lassen und mittlerweile haben wir auch schon den ersten Lieferanten, sage ich mal, der für Dejo ein Zubehörteil macht, was es noch nicht gibt. Das heißt, die Jungs sind auf dem richtigen Weg, aus dem Messer einen kleinen französischen Kult zu machen. Aber gleich mehr. Ja, hier haben wir von Dijon eine wunderschöne kleine Lederbox. Wo ich meine Dijon-Messerchen wie in einer kleinen Schmuckschatulle aufbewahren kann. Eine echt pfiffige Idee von Dijon. Es passen natürlich auch andere flache Taschenmesser rein, aber sie müssen wirklich flach sein. Aber hier ist es wirklich extra für die Dijon-Messer gemacht. Die Verarbeitung ist recht nett, ist okay. Man könnte es noch ein bisschen hübscher gestalten. Aber, also von der Verarbeitungsqualität, wir kennen das ja. Aber ich sag mal, wir haben hier einen Preis von 70 Euro. In dem Bereich finde ich das noch okay. Wir haben zwei Schubladen mit zwei schönen, stabilen Griffchen dran, die nach innen verschraubt sind. In jedes Fach passen sechs Messer, sodass, wenn ich dann die verschiedenen Tattoo-Messer habe, mir jeden Tag ein hübsches raussuchen kann. Wir verhandeln gerade mit Dijon und wahrscheinlich werden wir eine Aktion kriegen, dass wir sagen können: Kaufe 5, 6 Dijons und du bekommst diese schöne Box dazu. Da sind wir aber mit Dijon noch im Verhandeln, welche Mengen wir da brauchen, damit das läuft. Ich finde es eine schöne Aufbewahrungsbox für die Dijon-Messer. Es zeigt den Weg von Dijon. Das Messer soll hier zu einem Schmuckstück, zu einem Accessoire werden, wie eine Uhr. Und deswegen wird es auch aufbewahrt wie ein Schmuckstück. Das zweite Interessante, was ich recht pfiffig finde, ist von einem anderen Franzosen, was aber für diese Dijon-Messe auch gemacht wird. Das ist ein Magnet-Dijon-Ständer. Das heißt, ich hänge mein Dijon per Magnet da unten so rein, kann es da schön präsentieren, kann sogar so Spielereien machen, dass ich es drehen lasse. Müsste natürlich anstumpfen, es ist kein Motor drin. Und wenn ich gehe, nehme ich mein Dijon weg und stecke es ein. Ich kann es natürlich auch geschlossen aufhängen. Oder mit der Spitze nach unten. Das ist da alles möglich. Auch hier sind wir, glaube ich, vom Preis. Da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich ihn noch nicht. Aber da werden wir uns auch nicht so wild belaufen. Und man sieht, es wird in Sachen Dijon richtig Gas gegeben. Und selbst oben könnte man noch über ein Magnet eins präsentieren. Das heißt, ich hätte auf diesem Ständer vier
Dijos, die ich also präsentieren könnte. Für alle die, die sowas mögen. Man kann das sicher auch mit anderen Messern machen, allerdings dürfen die nicht zu schwer sein. Ja, wenn ich jetzt hier gucke, ein Moki, da haut es schon nicht hin. Mal gucken, andersrum. Ja, mit der Spitze nach unten geht's. Ja. Aber es ist natürlich interessanter, muss ich ehrlich gestehen, wenn die Messer so rumhängen. Das gibt dem Ganzen einen cooleren Look. Und ihr seht, ich kann es auch heben und die Dinger hängen da sehr fest, auch wenn die nur mit der Spitze sind. Auch wenn sie so baumeln, fallen sie nicht runter. Bei der Dijon Schatulle, will ich gerade mal schauen, würde da Moki, ja, selbst ein Moki würde hier noch Platz haben. Das heißt, auch hier könnte man seine Sammlung mischen. Sie dürfen halt nur nicht zu groß und zu breit werden. Diesmal mal ein kurzes, knackiges mit ein paar Neuheiten im Bereich Zubehör. Die Schatulle finde ich für jeden Messerliebhaber ein kleines Muss, wo er seine schönen Dijos aufbewahrt oder aber seine hochwertigen Mokis. Ich habe zwischendurch auch mal probiert, es passen auch einige von Mokusta rein oder auch die schönen Hartkopfmesser. Passen also alle in diese Schatulle. Ihr braucht da also nicht nur die Dijos reinpacken, solange euch das nicht stört, dass der Name oben eingeprägt ist. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.